Haus. Nein. Einen wunderschönen guten Tag. Na, ist euch langweilig? Wisst ihr nicht, was ihr machen sollt? Ja, es geht uns auch oft so, ne? Und damit ihr nicht den ganzen Tag hier irgendwie an Handys oder Pads oder sowas rumspielt, gibt's jetzt 5 Dinge gegen Langeweile. Ne? Vielleicht hilft euch das auch. Keine Ahnung, ob bei euch die Schulen auf sind. Mal sind sie auf, dann sind sie wieder zu. Ach, hört auf damit. Jetzt Vollgas, ne? Ein bisschen was anderes. YouTube gucken gehört auch dazu, ist aber nicht dabei. Also, viel Spaß. Einfach mal eine Nähmaschine schnappen und eine Runde nähen. Was nähst du denn da? Oh. Tasche. Eine Tasche aus Jeans? Ja. Aha. Schick, schick, Lulu. Und als nächstes nähst du dir ein ganzes Kleid. Ja, wird einem auf jeden Fall nicht langweilig, ne? Und was man natürlich auch gegen Langeweile machen kann, ist Kickern. Hier, die beiden, ne? Nicht drehen! Ah, da war das wieder. Papa zockt den Leon immer ab. Leon, los! Gib Gas! So. Oh, schon wieder. Und was man auch immer gut machen kann mit der Familie, einfach mal ein Gesellschaftsspiel zocken. Ne? Schön am Tisch mit der ganzen Familie. Hier, Pencil-Nose. Zeichne mit der Nase. Blume, Haus und Hase. Das wird ein Spaß. Völlig einfach, das Spiel. Karte ziehen hier. Und das, was draufsteht, muss dann derjenige mit der Pencil-Nose, muss er zeichnen und das andere. Am besten Teams einteilen. Quasi so, Lulu und ich sitzen gegenüber. Das heißt, wir spielen, wenn ich die Begriffe errate, die sie zeichnet, gibt es für jeden Begriff natürlich einen Punkt. Dann ist das nächste Team dran. Mama und Leon. Und los. Haus. Heft. Nein. Ich mach's mit der anderen. Tasse. Nein. Glas. Nein. Krug. Nein. Ende. Es war eine Tür. Ach, eine Tür. Badewanne. Baum. Thaddäus. Du. Regenwurm. Leiter. Straße. Autobahn. Ja, Autobahn. Milch, Haus, Tonne, Spiegel. Spiegel. Das ist aber Zufall. Wie kann man denn da bitte den Spiegel von erraten? Ich hab Milch, Haus, Tonne, Spiegel. Keine Ahnung. Was? Ach. Was ist das? Wie soll ich das denn machen? Ja, kannst du auch was Einfaches. Mensch im Boot. Verheiratete. Ja, anders? Was machen? Paar. Ja, aber was machen sie denn, wenn sie heiraten? Wie heißt das denn? Heiraten. Ja, aber wie ist denn das Wort dafür? Verloben. Nein. Hä? Hochzeit. Ach so. Das sollte die Zeit ist auch abgelaufen. 2, 3. Aber ihr habt auch einen Punkt. Los. Eine Blume. Ja. Ehrlich? Ja. Was? Eine Blume. Das eine, da kenne ich nicht. Wiese. Gras. Nein. Haufen. Nein. Steine. Nein. Ein Tisch. Nein. Mensch, was sollte das denn sein? Also das hier sollte eine Ente sein. Eine Ente? Das hier eine Hand. Eine Hand? Das ist eine Rüssel. Eine Rüssel? Ja, wie ihr seht, ein sehr, sehr lustiges Spiel. Das könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Guckt mal bei uns in der Infobox, da kommt ihr zum Spiel. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Wenn ihr richtig Langeweile habt, dann müsst ihr mal eine Musik-Challenge machen. Hat er erfunden. Richtig. So, Musik-Challenge heißt was? Ihr überlegt euch ein Lied, also einer fängt an, überlegt sich ein Lied, das wird auf YouTube gespielt. Dann kommt der Nächste, der bei euch am Tisch sitzt. Der linke Nachbar, sagen wir mal. Der nimmt das nächste Lied, egal was er will.
das wird angemacht auf YouTube und der nächste und immer so weiter. Jeder wünscht sich ein Lied und da könnt ihr ganze Stunden mit überbrücken. Was ich auch immer gerne mache, wenn mir langweilig ist, dass ich Schleim mache. Das ist total einfach. Ihr nehmt Mehl, wie viel ihr wollt, Speisestärke. Und dann kommt immer etwas Wasser. So. Und dann vermischst du das immer. Wenn du noch mehr Wasser brauchst, machst du wieder eine Prise Wasser rein. Ganz bisschen immer. Könnt ihr den so langsam rausholen und den einfach so kneten. So sieht er ja noch aus wie ein Klumpen. Würde man dann essen. Wenn man nicht wüsste, dass es Schleim wäre. Und dann kann man sich Lebensmittelfarbe nehmen. So. Der verfärbt sich jetzt natürlich. Und das wird dann halt, wenn man das färbt, wird es halt sowas. Dann könnt ihr viele verschiedene Farben machen und dann habt ihr halt so einen coolen Schleim. Ja, das waren sie. 5 Dinge. Lustig, ne? Also, guckt euch mal ein bisschen was raus, was ihr davon machen wollt, ne? Und dann, ja, viel Spaß. Und wie sagte damals immer einer so schön, ne? Und auch mal abschalten. Bis später.